Überprüfen Sie vor der Anwendung die Kompatibilität des Endoskops und der OTSC Neo Applikationskappe mit Hilfe des Scope Check. Das Endoskop ist mit der jeweiligen Systemgröße kompatibel, wenn es zu groß für die entsprechende obere Öffnung ist, aber durch die untere Öffnung passt. Das Set ist für den Einsatz mit handelsüblichen flexiblen Endoskopen mit einem Arbeitskanaldurchmesser von mindestens 2,8 mm ausgelegt. Wird das System in Kombination mit einer Applikationshilfe verwendet, muss der Arbeitskanaldurchmesser mindestens 3,2 mm betragen. Entnehmen Sie alle Komponenten aus dem Blister. Option 1: Entfernen Sie das Einlassventil vom Arbeitskanal und stecken Sie das Handrad in das Einlassventil. Montieren Sie das Einlassventil wieder auf den Arbeitskanal und fixieren Sie das Handrad mit dem Befestigungsband. Option 2: Montieren Sie das Handrad am Arbeitskanal des Endoskops und fixieren Sie es mit dem Befestigungsband. Nehmen Sie den Fadenholer und lösen Sie die Kabeldriller. Führen Sie den Fadenholer in den Arbeitskanal ein. Greifen Sie das Fadenende und ziehen Sie es durch den Arbeitskanal. Fixieren Sie den Faden am Handrad und wickeln Sie ihn auf, bis die Applikationskappe die Endoskopspitze berührt. Tipp: Befeuchten Sie die Endoskopspitze mit Wasser oder endoskopischem Gleitgel, um die Montage zu erleichtern. Setzen Sie die Applikationskappe zunächst nur leicht auf die Endoskopspitze auf. Richten Sie die Applikationskappe so aus, dass der Auslösefaden vertikal durch den Arbeitskanal verläuft und keine Funktionen des Endoskops verdeckt. Schieben Sie die Kappe weiter auf den Endoskopschaft, bis die Endoskopspitze am Anschlag in der Kappe anstößt. Wickeln Sie den Auslösefaden weiter auf, bis eine leichte Spannung spürbar ist. Das OTSC Neo-System ist nun einsatzbereit.